Er war Meister und Cupsieger mit dem GRK, hat mit dem SV Mattersburg viele Höhen und Tiefen erlebt, hat sich auch den einen oder anderen Lapsus geleistet. Kurzum, er ist als echter Typ in die Bundesliga-Geschichte eingegangen und über seine sehr facettenreiche Karriere, so mag ich das einmal bezeichnen, mag ich jetzt mit ihm sprechen und zwar mit dem Hauptdarsteller unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass er Zeit hat. Begrüße ihn sehr herzlich. Servus, Ilcho Namoski. Grüß dich. Ich bin auch sehr froh, dass ich bin. Das freut mich sehr, fühle mich sehr geehrt. Ich habe da ein paar Stichworte aufgeschrieben und ich bin drauf gekommen. Ich bin gespannt. Es war tatsächlich einiges los in deiner Karriere. Ich mag beginnen beim sehr jungen Ilcho Namoski. Im Jahr 95 muss das in etwa gewesen sein, als du im Nachwuchs vom SK Rapid angeheuert hast. Und dort in Kontakt gekommen bist mit durchaus prominenten Namen wie Ivancic, Kulowitz, Garic. Ja. Erstens, wie ist es zu dieser Station gekommen? Erstens und wie muss hast ich du dich deine korrigieren, weil die sind mit mir in Kontakt gekommen. Selbstverständlich. Das ist sehr wichtig. Formuliert. Überhaupt beim Andi Ivancic, obwohl ich ihn sehr mag. Zuerst war ich, dann ist er nachgekommen. Ach so, du warst der Wegweiser. Ja, also, ich war sein Mentor. Sonst hätte er das nicht geschafft, dass er Kapitän ist. Mentalcoach wahrscheinlich. Warum bist du überhaupt beim SK Rapid gelandet? Wie? Ah, Rapid ist meine Herzensverein schon immer gewesen. Mein Vater ist seit den 70er Jahren in Österreich und sehr lange hier. Und er war immer schon Rapid-Fan und er liebt den Kranke eigentlich über alles. Und ich bin von klein auf bin ich nur in Grün-Weiß angezogen worden und bei jedem Spiel mit ihnen gewesen. Und trotzdem hört man, dass du natürlich schon mit deinem Talent überzeugt hast damals und auch diesbezüglich für Aufsehen gesorgt hast, aber auch, dass auch der ganz junge Ilcho Namoski nicht immer ein Kind von Traurigkeit war und auch damals mitunter schon schwer zu behandeln war. War das so? Nein, war das nicht so, ganz genau. Da muss ich dich wieder korrigieren. Das tue ich nicht gerne. Nein, aber ich halte das aus. Ich bin zu Rapid gekommen, hat mich der Harald Haselmeier genommen, ein super Trainer. Er hat mir den Weg bei Rapid aufgezeigt. Dann habe ich den großen Sergej Schawlo gehabt, der bei Rapid gespielt hat, der Russe. Was er jetzt, glaube ich, Sportdirektor im russischen Nationalteam ist momentan. Und bei Rapid ist eigentlich eine Herzenssache immer gewesen. Und ich bin immer jedes Jahr dort Torschützenkönig geworden. In die Turniere, was wir gewonnen haben in Berlin, kann ich mich erinnern, von 70 Top-Mannschaften wie Chelsea, Real, Barcelona, haben wir im Finale gegen Chelsea gewonnen. Bin ich bester Torschütze und bester Spieler gewählt von Turnier. Ich glaube nicht, dass das von ungefähr kommt. Warum ist es dann mit dem Durchbruch unter Anführungszeichen bei Rapid nichts geworden? Beziehungsweise wieso sind dann deine nächsten Stationen Stockerau und Klingenbach gewesen? In Österreich, zum Beispiel Vienna ist so ein Fall, für Talente haben sie nicht sehr viel übrig. Ich kann mich erinnern, dass der Vastic dort gekommen ist und der Trainer oder Sportdirektor damals bei der Vienna gesagt hat, wer ist der, solche haben wir genug. Dann ist Vastic einer der besten Fußballer in Österreich in der Geschichte geworden. Kann ich mich erinnern, noch ein Fall, Jimmy Floyd Hasselbaink, der in Holland ist auch zu Vienna gekommen, haben sie gesagt, wer ist denn der, so viel haben wir. Vienna ist ein Spiel. Beispiele gibt es immer wieder. Auch Meierhofer zum Beispiel. Okay, bei Meierhofer würde mich nicht wundern eigentlich. Was soll denn hier mit der Aussage anfangen? Nein, schau, ich habe einen großen Respekt, was er für Tore gemacht hat und in seiner Geschichte, wie viele Vereine er gewechselt hat. Das muss man ihm wirklich anerkennen. Obwohl ich nicht weiß, wie er gespielt hat. In der Premier League oder bei diesen Vereinen, weil er ist groß, er ist so ein richtiger Stürmer halt. Ich glaube nicht, dass er viel gabeln kann oder viel Technik hat, aber... Das glaube ich vom Pippo Inzaghi bis heute nicht, dass der gabeln kann und hat trotzdem unendlich viele Tore. Den Pippo habe ich gespielt, habe ich auch nicht geglaubt, so wie du, aber hat mich dann positiv überrascht. Also der kann dann tatsächlich... Der kann ein bisschen was. Also mehr aus Meierhofer. Also es ging also von Rapid weg über Stockerau, dann zu Klingenbach. Und bei Klingenbach kam es dann zu einem wahrscheinlich sehr wegweisenden Spiel für dich, nämlich zu einer Cup-Partie gegen den SV Mattersburg. In dieser Partie hat Ilcho Namoski als Torschütze geglänzt. Aber jetzt weißt du viel mehr als ich. Jetzt ist das hast du mich so überrascht, wirklich. Das habe ich total vergessen. Also laut Geschichtsschreibung kam es zum ÖFB-Cup-Spiel. Ilcho Namoski glänzt dort mit einer überdurchschnittlichen Leistung. Und Martin Pucher, heißt es, ist damals das erste Mal so richtig auf dich aufmerksam geworden. Zuerst ist beim Klingenbach bei mich aufmerksam geworden Franz Weiß. Er ist wie eine Vaterfigur auch für mich. Ich habe sehr großen Respekt für meine Trainer, was mir
geholfen haben in meiner Karriere. Und Klingenbach war ja so ein familiärer Verein. Das ist an der Grenze dort, Royal Spät war der Sponsor dort. Die haben ja wirklich, ich brauchte nicht einmal arbeiten dort. Ich habe wirklich gut verdient, dass ein kleiner Junge dort, also 16, 17-Jähriger war ich dort. Bei Rapid habe ich es nicht geschafft, weil viele Leute, bei Rapid, wie von Gattler, der Vater war dort, natürlich wird das ein Sohn bevorzugen als mich. Das heißt, als bester Torschütze bin ich nicht einmal zu den Amateuren gekommen. Die wollten mich bei der U18 haben. Dann habe ich gesagt, das geht ja nicht. Ich bin eindeutig der beste Fußballer gewesen, ein ganzes Jahr. Und die geben mir ja nicht immer die Chancen, bei Amateure zu spielen. Also jetzt müssen wir als Journalist natürlich fairerweise auch eine Stellungnahme der anderen Seite einholen. Jetzt müssen wir natürlich die Verantwortlichen auch fragen, warum das so gekommen ist. Gerne kannst du die fragen. Aber jetzt reden wir über Sportlichen. Ja. Und das sind ja die Fakten, was ich geleistet habe. Und deswegen habe ich meinen Weg selber ja gewählt. Ich bin dann zum Willy Kreuz gegangen. Also mein Vater halt hat ihm gesagt, ob ich jetzt in der Regionalliga anfangen kann. Er hat mich sofort beim Training gesehen, hat mich sofort genommen. Habe auch super Zeit beim Stockerau gehabt. Bis Ende der Saison, dann ist Stockerau leider in Konkurs gegangen. Und dann bin ich zum Klingenbach gekommen. Und beim Klingenbach, beim Franz Weiß, haben wir so eine Mannschaft gehabt. Jeder hat geglaubt, wir spielen um den Abstieg. Dann waren das so Spieler dort wie Hannes Plewa. Der sagt dir was. Ehemaliger Austrianer. Der Giga ist gekommen von Zwickau, damals zweite Liga. Da gab es einige gute Fußballer. Und keiner hat gerechnet, dass ich so gut spielen werde diese Saison. Ich bin ja Torschützenkönig geworden in dieser Saison. Und wir sind knapp gescheitert vom Sportclub, dass wir Meister werden. Warum ist es dann also nicht, wie man logischerweise annehmen könnte, direkt zu Mattersburg gegangen, sondern zuerst zum GRK? Das ist dann wieder diese Schlitzohrigkeit von mir. Ich bin so ein Sturkopf, das kannst du dir ja nicht glauben, wie ich so stur bin. Glaube ich gar nicht. Dann hat mich bei einer Partie angeschaut, Christian Keglewitz, vorletzte Partie FAC gegen wo mein Freund Mario Majstorovic gespielt hat bei FAC, hat mich da Keglewitz angeschaut, der war ja Co-Trainer beim GRK unter Librex, der ist Librex. Und beim dem Spiel glaube ich, 2-0 gewonnen. Ich habe 2 Tore geschossen, aber ich war wirklich sehr gut, allgemein, wie ich gespielt habe. GRK war ja damals für mich, wir sind auch Meister geworden nachher, aber das war eindeutig die beste Mannschaft. Die sind sogar Cupsieger vorhin auch gewesen unter Librex und einmal unter Gregoritsch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Einmal sind sie sicher vor mir Cupsieger geworden. Ich glaube, Gregoritsch war das. Okay. Und hat mich angeschaut und nach diesem Spiel habe ich ein Angebot bekommen, das ist sehr interessant jetzt, vom GRK. Martin Pucher hat mich auch angerufen. Wir sind zusammengesessen im Pappelstadion und er wollte mich unbedingt haben. Gregoritsch war Trainer dort damals. Dann habe ich gesagt, okay, lass mich bitte das überlegen. Danke von Herzen. Jeder Verein, der mich gefragt hat, bin ich von Herzen dankbar, weil ich bin so ein Mensch halt. Von Respekt her. Dann habe ich gesagt, aber ich will Champions League Sieger. Ich will in der Champions League spielen. Und er hat gesagt, der Junge hat große Ziele. Wenn du bedenkst, welche Fußballer beim GRK damals gespielt haben, dann dreht sich der Magen. Also Mario Basina, Akwepo war ja... Junuzovic. Er war später. Akwepo war ein nigerianischer, bei der WM war er 2002 in Korea und Japan, erster Stürmer von Nigeria. Kusi Asare, schwedischer Teamspieler. Skelly Adetutu, von Ghana Teamspieler, der war schon 5 Jahre beim GRK. Tokic. Jetzt rede ich über die Stürmer, weil ich selber Stürmer bin. Kohlmann. Brummeier war 3 Jahre hintereinander Torschützenkönig in Österreich. Und ich war quasi der 7. Spieler. 7. Stürmer. Okay, bin ich gesehen, sind im Schwarzenegger-Stadion damals. Und da Günter Koscher kommt als Sportdirektor und sagt zu mir, ja, okay, wie viel willst du verdienen? Ah, wir reden ja, alles gut und schön. Dann hat er gesagt, okay, dann hast du einen zweiten Vertrag für die Amateure. Dann habe ich gesagt, welche Amateure? Und er sagt zu mir, ja, du bist ein junger Spieler, du musst bei den Amateuren auch hin und wieder spielen. Ich habe gesagt, nein, wenn du mir diesen Vertrag gibst, dann gehe ich nicht zu euch. Dann hat er gesagt, dieser Junge ist nicht normal. Was, das gibt's ja nicht, du bist ein junger Spieler, ich muss dir diesen Vertrag geben. Nein, okay, dann unterschreibe ich nicht. Dann hat er mich so angeschaut, hat er geredet dort mit dem Libres, mit dem Trainer, dann hat er gesagt, na, wenn er das will, dann soll er es haben.
Und so bin ich eigentlich zum GRK gekommen. Und ich habe mir ein Ziel gesetzt, dass ich irgendwann mal Champions League Qualifikation oder so spiele. Innerhalb von 4 Monaten habe ich von Anfang an mein erstes Bundesligaspiel gemacht. Vor alle diese Stürmer, musst du rechnen, das sind wirklich Top-Stürmer. Top-Stürmer. Ich war der 7. Stürmer dort. Gegen Lokomotiv Moskau. Gegen Rapid, sorry, Meisterschaft und bei 1-1 habe ich das erste Bundesliga-Tor ausgerechnet gegen Rapid geschossen. Gleich beim Debüt. In Hartl-Stadion, ja, beim Debüt. Und das ist eigentlich so gewesen, wie ich mir das gedacht habe. Und das hätte keiner geglaubt, eigentlich. Also du hast die Konkurrenz ja schon angesprochen, die war natürlich hoch beim GRK, auch dann in der darauffolgenden Meistersaison unter Trainer Walter Schachner. Ich habe dann nachgezählt, es waren, glaube ich, 10 Einsätze in der Meistersaison. Wie hast du denn diese abgespeichert und wie viel Prozent an diesem Meisterkuchen sozusagen misst du dir selbst bei? Schachner ist ja gekommen, wo sie ihn bei Austria gefeuert haben, ein Jahr vorher. Und dann habe ich das. Daraufhin hat er dann die berühmte Schokotabelle gegründet. Über das wollte ich jetzt reden, Schokotabelle. Und ich war leider, ich habe viele Bauchmuskelzerrungen gehabt, wo ich nicht konstant spielen konnte. Und beim letzten Spiel gegen diese Schokotabelle, er hat uns in der letzten Tabellenplatz übernommen damals. Wir sind in der letzten Runde hatten wir die Chance, dass wir Zweiter werden und Champions League Qualifikation spielen für nächste Saison. Und ich war 3 Monate verletzt, aber er hat mich trotzdem in Kärnten irgendwie mitgenommen. Weiß ich gar nicht warum, weil einer der Stürmer hat sich verletzt und dann hat er mich auf der Bank sitzen lassen. Und wir müssen unbedingt gegen Kärnten damals gewinnen, wo der Haider, glaube ich, der Präsident war dort, dass wir in die Champions League kommen. Gleichzeitig spielt ja außer Salzburg zu Hause vor 20.000 Zuschauern gegen Pasching, obwohl Pasching sehr gut war. Wenn Austria Salzburg gewinnt, müssen wir unbedingt gewinnen, dass wir Jahr Zweiter werden. Es ist 0-1 gestanden, dann ist 1-1, Milinkovic hat das Tor gemacht. Und dann hat er mich in der 60. oder 70. Minute hat er gesagt, geh aufwärmen. Und nach 2 Minuten ruft er mich, sagt, geh rein. Und dann mache ich tatsächlich das 2-1 in der 85. oder 86. Minute. Es waren ja 10.000 GRK-Fans dort, wegen der Champions League, diese historische Chance, dass wir in der Champions League-Quali spielen, durch den 2. Platz. Und so sind wir auch für die Duelle gewesen, diese 2 berühmte Spiele, wo wir ausgeschieden sind, gegen Ajax Amsterdam mit Ibrahimovic, Maxwell und so. Trainer Walter Schachner, über den müssen wir natürlich auch 1-2 Sätze verlieren. Wie hast du den als Gesamtphänomen abgespeichert? Er galt ja als der große Taktikfuchs oder Taktikguru. Wie sehr hat das mit deiner Spielweise kombiniert? Also Walter Schachner bleibt immer einer der besten Trainer für mich in Österreich. Auch als Mensch ist er ein Herzensmensch und die decken sich im Fußball so gut aus, das kannst du nicht glauben, das musst du erleben, glaube ich. Und er ist wirklich, wie du sagst, so ein taktischer Taktiker. Er hat am meisten Wert gelegt auf Taktik, weil er in Italien jahrelang gespielt hat, weil die Italiener sind ja auch so taktische Füchse auf Deutsch gesagt und eigentlich kann ich über Walter Schachner nur das Beste sagen. Über Fußball will ich gar nicht reden, weil er ist einer der größten Legenden in Österreich. Wieso ist es trotzdem zum Abschied vom GRK gekommen? Ja, damals sind wir ich wollte immer schon mal ganz jung irgendwo weg von Österreich. Weil ich wollte irgendwann mal in Italien landen oder so, in die stärkeren Ligen damals. Was per Vertrag bist du dann ja auch in Italien gelandet. Ja, ich war aber vielleicht können wir dann später über die 2 Leihengagements sprechen, die jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei waren. Aber vielleicht noch die Vorgeschichte. Ja, die Vorgeschichte. Und ich wollte unbedingt dort weg. Und dann bin ich so, wie ich so ein Schlitzohr war, habe ich mich ein bisschen angelegt mit dem Kapitän Ehmann und er hat ein bisschen mehr Rechte gehabt und dann habe ich gesagt, dann will ich weg vom Verein. Er hat gesagt, nein, wir brauchen dich hier, nein, ich will weg. Ich habe 2 Angebote gehabt. Eine war von Türkei, von Malatya. Was er dann wirklich geworden ist? Was er geworden ist und damals hat er ja Aka Gündüz dort gespielt, ein Freund von mir. Und er hat gesagt, Top-Verein dort, 20.000 fanatische Fans und das hat mir ein bisschen Reiz gegeben. Die türkische Liga ist sehr gut, da spielst du gegen Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, das ist eine andere Mentalität dort. Und von Geld her war es sehr gut, muss ich auch sagen. Ich habe einen Leihvertrag dort bekommen. Hast mehr verdient als beim GRK? Ja, viel, viel mehr. Viel, viel mehr, weil durch meine Spiele haben sie mir, normaler, ich habe ja nicht sehr viel verdient als Jungprofi beim GRK. Aber ich habe von Herzen gespielt. So ist es.
Und ich bin beim Malatya gelandet, mit Meniskus habe ich operiert. Und in 4 Monaten habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Spiele, erst zum Schluss, im November habe ich angefangen, ich bin 1. September bin ich gekommen zum Verein. Und bis November habe ich kein einziges Training gemacht, weil es ist immer angeschwollen, mein Knie, durch die Operation. Und habe ich zum Schluss, erstes Spiel war, glaube ich, gegen Denizli bin ich reingekommen. Dann Galatasaray war ich auf der Bank, Trabzon einmal und noch eine Mannschaft, weiß ich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, weil Malatya liegt ja in der Wüste eigentlich, Richtung Syrien, habe ich gesagt, nein, das will ich nicht hier, ich will nach Italien gehen. Wladimir Jugovic war ja damals mein Manager, der was bei Admira gespielt hat. Der war bei Juventus und wenn du dich auskennst im Fußball, war zweimal, oder? Ich versuche so ein bisschen. Nein, weil viele kennen ihn nicht. Ja, klar. Viele kennen ihn nicht. Der ist ein älterer Fußball, deswegen habe ich gesagt, aber du kennst ihn, das ist sehr gut. Er war ja zweimal Champions League-Sieger. Bei Admira war zum Schluss, ja. Er hat gesagt, ob ich nach Catania gehen will. Sizilien hat mich immer gereizt, war zweite Liga, aber die sind ja aufgestiegen diese Saison. Gerka hat mich dann gehen gelassen. Ich bin dort gekommen. Ich habe mich umgezogen. Also es war so 31. Jänner auf 1. Februar oder so ungefähr. Und Gerka hat sich mit denen geeinigt über diese Leihe. Ja. Dann spielen wir gegen Torino. Ich habe die Nummer 9. Graziano Pelé hat mit mir gespielt. Jochen Wallen, der Teamkapitän von Belgien damals, von Udinese auch. Davor Vugrinec von Kroatien, das waren super Fresi, Galante, das waren super Fußballer damals dort. Und ich bin zum Aufwärmen gegangen, dann hat er mich angerufen, der Sportdirektor La Monaco, hat er gesagt, komm zurück wieder. Ich habe gesagt, ja, was ist los? Nein, du musst dich wieder ausziehen. Georg hat das bis jetzt keine Transfer-Zertifikat, sagt man das? Bestätigung, ja. Dass ich spielen kann dort, ja. Weil sie gestritten haben über ein gewisses Geld. Was also de facto bist du bei diesem Club keine Minute zum Einsatz gekommen? Nein, ich habe 6 Monate trainiert. Rechtlich muss ich dort bleiben, weil ich einen Vertrag habe. Ich habe mein Geld ja verdient dort. Immer ausbezahlt, aber ich habe keine Meisterschaftsspiel spielen dürfen. Und dann, das war sehr traurig, ja, eigentlich. 6 Monate nur trainiert. Wahrscheinlich sehr froh, als es Martin Bucher dann doch gewagt hat, dich zu kontaktieren und nach Mattersburg zu holen. Damals, ich bin ein riesiger, das musst du wissen, wir sind bei Tour jetzt. Gerne, unbedingt. Riesiger Partizan-Belgrad-Fan. Also ich bin dort, Partizan ist mein Leben. Ich bin immer bei diese Fans dabei, bei wichtigen Spielen schon jahrelang. Auch jetzt noch? Ja, auch jetzt noch, sehr aktiv auch, wenn es wichtige Spiele sind. Jetzt, wenn sie spielen, gehen kleinere Gegner nicht, aber Derby habe ich nicht verpasst, sogar wo ich bei Mattersburg gespielt habe, habe ich kein Derby mehr verpasst. Ich habe sogar gelbe, rote Karten absichtlich gemacht, dass ich zum Derby fahre. Ja, das stimmt. Das ist Partizan Belgrad. Das ist mein größter Leben. Also das jemals schon so zugegeben, wie hab ich jetzt nicht, gerade? Habe ich nicht, sonst hätte ich eine Strafe bekommen. Eine Weltexklusivität. sonst hätte ich eine Strafe bekommen. Also bist du dann wirklich in der aktiven Fanszene? Ja, und einer meiner besten Freunde. Schlägerei. Ich bin gegen Schlägerei, um ehrlich zu sein. Ich bin ein Fan, ich liebe den Verein. Ich kann singen, anfallen meinem Verein, aber Schlägerei oder so ein Blödsinn, das mag ich. Okay. Es war Mattersburg, das war ja dann letztlich deine Lebensstation. 8-9 Jahre hat es dich dort gehalten und du bist dort in den Genuss gekommen, mit Kapuzundern wie Kübauer, Janka, Atan, wie sie alle geheißen haben, zusammengespielt zu haben. Das muss ich dich wieder korrigieren. Die sind in den Genuss gekommen, mit dir zu spielen. Stimmt. Jetzt zum zweiten Mal die falsche Formulierung. Was für ein Okay, beim Kübauer kann ich das nicht sagen. Was für ein Nur beim Dieter. Apropos Kübauer. Ja. Wie ist der mit Kübauer, sagt man ja auch nach, dass er jetzt nicht der allerpflegeleichteste war auf dem Platz. Mhm. Wie ist er als Kapitän und als Routinier mit dann doch deutlich jüngeren Semestern wie mit dir umgegangen? Und stimmt's, dass er gegen Ende seiner Zeit bei Mattersburg dann auch aktiv Stimmung gegen dich gemacht hat? Glaube ich nicht. Didi ist so ein ehrlicher Mensch, glaube ich nicht, dass er das gemacht hat. Didi sagt ja gleich die Meinung, mit ihm kannst du raufen, wenn Training kommt, nachher ist alles gut. Das haben wir auch öfters gemacht, muss ich auch zugeben. Er ist so heißblütig, ich bin heißblütig. Und wenn wir ein Spiel verloren haben, dann willst du ein bisschen Gas geben oder nicht? Weißt du, er war viel älter als ich und ich habe mir das nicht gefallen lassen.
Aber Didi war immer eine Ikone für mich und das wird auch immer bleiben. Und ich wünsche Ihnen alles Gute bei Rapid natürlich und von Herzen. Und ich habe ihn sehr lieb. Ich habe dich lieb, Didi. Das ist jetzt auch meine Liebeserklärung. Ja? Ich hoffe, ihr hört uns zu. Zweimal warst du mit Mattersburg im Cup-Finale, unter anderem, weil du, ich weiß nicht, ob es das Spiel deines Lebens war. Und zweimal verloren. Aber unter anderem, weil du 2006, 2007 sehr wichtiger Teil einer fast legendären Aufholjagd im Cup-Finale gegen Salzburg warst. Was fällt dir denn zu diesem Spiel ein? Spielt, glaube ich, auch Didi Kübauer eine Rolle, der hat so eine Kabinenansprache gehalten in der Halbzeit. Ja, das hat er immer gemacht. obwohl er jetzt gar nicht mehr bei dem Spiel zugegeben hat, dass er unterirdisch gespielt hat, erste Halbzeit selber. Das hört man nicht. Aber wie haben die tatsächlich ausgeschaut? Wie haben sie sich angehört, diese Kabinenpredigten à la Kübauer? Nein, wie gesagt, er hat gesagt, ich spiele so einen Scheiß. Schlimmer geht es ja kaum. Also ich fange von mir an, so hat das gerade. Er hat nicht einmal geschrien oder sowas, weißt du? Weil der Küber war ja mehr gefragt als der Lederer für mich. Weil der Lederer war ja nur seine Person. Also Trainer, Franz Lederer. Ja, Trainer. Sogenannter Trainer, weil der war immer so, wie soll ich das auf Deutsch formulieren? Formulierst diplomatisch. Ja, ich überlege jetzt, was ich... Nicht, dass ich eine Sperre bekomme bei euch. Das kann man weiß. Ja, du landest gleich bei dem Strafsenator Krone sein. Ja, Strafsenator. Senat 3 oder 5? Ja, genau, Senat 3 ist es. Okay. 3 ist es, okay. Nein, sagen wir so, Didi Küber war mehr hat man auf Didi gehört, weil durch seine Präsenz und das, was er geleistet hat und durch seine Erfahrung hat man mehr auf ihn gehört als Lederer. Also ich. Auf jeden Fall ich. Also, dann kommen wir noch einmal zurück auf dieses angesprochene Cup-Halbfinale gegen den haushohen Favoriten Red Bull Salzburg. Patoni, Lothar Matthäus, Zickler, Janko, Niko Kovac, Linke. Traummannschaft von Salzburg damals. 0 zu 2 obwohl es vielleicht 0 zu 4 sein könnte, erste Halbzeit. Aber dann sind wir rausgegangen und haben gesagt, wir haben eh nichts zu verlieren. Der Didi hat selber zugegeben, dass er schlecht gespielt hat. Ja, nicht so verlieren. Gehen wir erhoben den Hauptes raus. Wenn wir schon verlieren, dann verlieren wir mit der Eier. Und so sind wir auch rausgegangen. Wir haben, glaube ich, zweite Hälfte, wir haben sie, so eine Mannschaft hat sich keiner, wie sagt man auf Deutsch jetzt, kaputt gemacht eigentlich. Ja, wir haben sie zerlegt, zweite Halbzeit. Ich habe gehört, als Doppeltorschütze. Das Tor ist wichtig, das Tor für mich zählt auch als Trainer. Ich versuche auch meine Jungs, das immer zu das sagen alle Stürmer. Nein, aber wenn man dann Mitspieler fragt, sagt man, ja, er sagt das, aber du merkst als Mitspieler schon. Wer hat das gesagt? Nein, jetzt nicht. Nein, ich kann dir eine konkrete Anekdote geben, zum Besten, weil der letzte Protagonist unserer Podcast-Reihe vor dir war ein gewisser Frankie Schinkels. Aha. Der damals als Aktiver mit einem gewissen Hans Krankl beim Sportclub zusammengespielt hat. Okay. Hans Krankl sagt über sich selbst auch heute noch, ihm war immer der Erfolg der Mannschaft das Allerwichtigste. Aber ich glaube wenn man jetzt aber Schinkels oder auch Heribert Zweb, ist egal wen, fragt, Schinkels hat in diesem Fall auch ins Mikrofon gesagt, es war de facto schon so, wenn wir 3-2 verloren haben und der Krankl hat 2 Tore gemacht, dann ist er feiernd im Bus gesessen. Wenn wir 2-0 gewonnen haben und er hat kein Tor gemacht, dann hat man mit ihm nicht mehr reden braucht den ganzen Tag. Aber in meinem Fall, da kannst du mir glauben, für mich ist wichtig, natürlich jeder Stürmer wird Tore schießen, da hast du völlig recht. Nur in dem Fall wirklich, wenn es um was geht, um Cup-Finale, das ist von mir aus, können sie 10 Eigentore schießen, ob sie willkommen im Cup-Finale. Das ist so. Wenn du eine Mannschaft bist, wir waren wirklich eine gute Mannschaft. Cem Atan, Kübauer, Janka, Nomoski, Schutti, Wagner, Mörz, Fuchs, Sedlowski, Radajczyk, Patoka, das ist ja nicht irgendwelche Mannschaft gewesen. Also was mir jetzt von Kopf her ungefähr die Mannschaft... Warum hat es zum ganz großen Wurf und zum ganz großen Coup dann nicht gereicht, nämlich zu einem Titelgewinn mit Mattersburg? Das war da zweimal, glaube ich, der mehr oder weniger übermächtige Gegner, die Austria im Finale, nicht? Ja, aber wir waren gegen die Austria, wir waren so viel stärker, wir haben 2 Eiertore bekommen. Was der Borinic bekommen hat, das bekommst du auch einmal in 100 Jahren, glaube ich. Alle 2 Tore durch Lafata, der ist ja nicht einmal über die Linie gegangen, glaube ich. Mit 2 km/h ist er über die Linie gegangen. Ja, das waren 2 Tormannfehler beim Tor. Wir haben 1-0 zugeführt. Beim ersten Mal haben sie uns zerlegt in Happelstamm. Das muss ich zugeben. Beim ersten Mal, wo wir 3-0 verloren haben, Ruschfeld, da haben sie eine sehr starke gemacht.
sehr, sehr starke Mannschaft gehabt. Aber nächstes Jahr war der Ruschfeld nicht mehr da. Ja, alles klar. Was macht denn, um jetzt einmal das vielleicht unangenehmste Thema mal einzuschieben, der Name Robert Waldner mit deinen Gehirnzellen? Robert Waldner ist ein Freund bis heute bei mir, das weiß ja keiner. Das wäre nicht gegen ihn. Er also die Geschichte muss man kurz erklären. Ja, das muss ich dir erklären, aber das weiß ja keiner. Magst du am besten du, dann kommst du am Ja, bitte, bitte, wenn du mir das zulässt. Bitte schön, das Wort gehört dir. Danke dir. Also, Robert Waldner ist ein Freund von mir, ist ein sehr guter Fußballer, muss ich sagen. Er ist ungarischer Teamspieler, bei Boca Juniors hat er, eine Saison war er dort, hat nicht viel gespielt, aber er war dort. Du musst mal beim Boca Juniors landen. Und es war ein Elfmeter, dann hat er mir die gelbe Karten gegeben. Und dann war es, irgendwas war das, nein, die zweite gelbe Karte, sorry, die zweite gelbe Karte hat er mir gegeben, weil es ein klarer Elfmeter war und die hat mir für Simulieren das gegeben. Dann bin ich so durchgedreht, wie ein Blitz, wie ein Blitz, wie mich trifft. Das ist mir alles wurscht. Wäre das mein Vater, hätte ich in meinem Vater gewirkt. Und dann ist er natürlich, Gott sei Dank, darf er das, weil er war mein bester Freund. Und Robert Waldner ist gekommen, er wollte mich ja beruhigen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich gar nicht gewusst, wer das ist. Und dann wollte ich ihn einfach sagen, komm, schleich dich. Aber es hat so gewirkt, wie wenn ich hier gewirkt hätte. Es war dann die Würgeattacke. Das war die Würgeattacke, obwohl es keine war. Wir haben nachher gelacht, wir haben uns tot gelacht. Aber die Medien haben... Wir haben gute Schlagzeilen. Du hast das Futter geliefert. Ja. Und, ja, aber die Krone war eigentlich immer nicht zu mir. Danke. Kann ich nicht sagen. Ist balsam auf die Seele. Und trotzdem, dann mag ich dieses Thema eh abschließen, weil wir natürlich eh alle die Geschichten kennen. Aber du weißt natürlich, was du für ein Image gehabt hast und du hast teilweise auch natürlich ein bisschen damit gespielt, behaupte ich oder werfe ich dir zumindest an den Kopf, nämlich dieses Bad Boy Image. Wie viele Eskapaden gibst du denn zu, von denen du sagst, ja, da habe ich wirklich übers Ziel hinausgeschossen? Weil eine deiner zitierten oder vertretenen Thesen ist ja, dass die Schiris bei dir viel früher die gelbe und auch die rote Karte gezogen haben als bei anderen. Das haben sie ja vorher gesagt. Also normalerweise, wenn es der Anfang ist, gleich die gelbe. Und wenn mir so einer schon vorher kommt, dann tue ich das erst recht. Aber das ist die Frage, woher du den Ruf dann gehabt hast? Oder es war nicht alles schließlich so. Ich kann nicht sagen, über Hacken kann ich das nicht sagen. Über Brucker kann ich das nicht sagen. Plautz war einer der besten Schiedsrichter, da habe ich noch nie eine Platzweise gehabt, weil ich Respekt von ihm gehabt habe. Man muss wissen, dass ich ungefähr 50 Länderspiele habe im Nationalteam und keine einzige rote Karte habe. Warum? Weil immer neue Schiedsrichter kommen und die bewerten dich unparteiisch. Was heißt Schiedsrichter? Unparteiisch. Nicht, was du für ihn rufst. Neues Spiel, neues Glück, sagt man. Aber das klingt jetzt so, als hättest du dir nie was zu Schulden kommen lassen. Nein, und haben die Schiedsrichter immer nur ein fix vorgefertigtes Bild von dir gehabt. Wenn du eine rote Karte in der dritten Minute, sagen wir nicht böse, gegen Admira bekommst für einen ganz normalen Fall, nicht einmal gelb würdig ist und du bekommst die rote, dann du kommst dich verarscht vor. So ehrlich muss man sein. Dann bekomme ich in den neuen Mückenhammer, ich kann gar nicht wissen, seinen Namen, wie er heißt, gib mir eine rote Karte in Linz auch, in Innsbruck, gegen Innsbruck. Das kannst du heute auf YouTube schauen, da denkst du, das ist eine Verarschung. Also ich beiß mir da ein bisschen die Zähne aus, aber ich probiere es noch einmal durch die Hintertür. Bitte. Wie viele Eskapaden gibst du denn zu? Wie oft sagst du, ja, also... Da kann der beste Schiri der Welt nicht wegschauen. Die gelbe oder die rote habe ich wirklich verdient. Nein. Und wie viel hast du es gab, es gab auch einiges, wo ich mich ausgeschaltet habe. Das ist keine Frage. Ich bin nicht das Gelbe vor allem, war ich nicht. Ich war nicht also der Sängerknabe warst du. Sängerknabe war ich nicht, auf Deutsch gesagt. Aber es waren viel zu viele Sachen, wo sie mir untergeschoben haben. Also das gebe ich dir schriftlich. Okay. Auch da muss ich jetzt natürlich eine Gegenstellungnahme einholen. Jetzt bin ich gespannt. Eine Umfrage bei den Schiedsrichtern initiieren, vielleicht sagen sie was. Es kam, aber bitte nicht in Stucklich, Frank. wir sind bei der Auswahl unserer Interviewpartner frei. Okay. Redaktionelle Freiheit musst du uns da walten lassen. Es kam das Jahr 2013 und ein sehr einschneidendes Erlebnis in der Karriere des Ilcan Amoskin, nämlich der Abstieg mit dem SV Mattersburg. Ah, leider. Wirklich, das war meine größte Niederlage, glaube ich, weil ich bin dem Verein treu geblieben. Ich hätte viel wechseln können.
ich habe solche Verträge gehabt, auch was ich denen gezeigt habe, also damals in Präsidentin Martin Bucher. Und er hat gesagt, bleib, ich brauche dich. Und dann so bin ich auch geblieben. Und wenn mich jemand braucht, ich bin ein Mensch, der mich kennt, bin ich ein Mensch, der für Freunde durchs Feuer geht. Und das werde ich auch immer bleiben. Mhm. Und dieses Jahr war ja wirklich, dass wir absteigen, das war ja unmöglich. Eigentlich bis zur letzten Runde hat er das noch als sehr unrealistisch gegolten. Wir hätten schon vorher doch zwei Spiele einen Punkt holen, Minimum, wären wir auch geblieben. Wir haben selber Schuld, sozusagen, und deswegen ist Fußball so gut und so spannend. Leider für uns, aber deswegen ich kann mich erinnern, dass sogar Tirol 3 Auswärtstore geschossen hat in Wolfsburg, wo Wolfsburg um den UEFA Cup gekämpft hat bis zum Schluss mit Sturm Graz. Beide spielen zu Hause. Einer von denen hätte wenigstens ohne spielen können. Ohne nicht gewinnen, obwohl sie Favorit waren. Und Wolfsburg hat ja 2-0 geführt zum Halbzeit oder so. Dann verlieren die 3-2. Also das war tatsächlich erst, und Innsbruck hat ja zusammen keine 3 Tore in der ganzen Saison auswärts geschossen, glaube ich. Das stimmt ja. Ja, also das war schon ein einschneidendes Erlebnis, ja, mitzugeben. Und dann bekommen wir noch in der 90. Minute das Tor. Das auch noch, das darf man nicht vergessen. Abstaubertor. Vieles zusammengespielt, ja. Das stimmt tatsächlich. Mitzugehen in die zweite Liga war für dich keine Option oder für den Verein? Ich habe zu Martin Bucher damals gesagt, ich bleibe immer, solange ich in Österreich bin, in der Bundesliga, bleibe ich immer in Mattersburg. Und das ist so. Obwohl du, sagst du ja selbst, viele Angebote aus dem Ausland gehabt. Habe ich ja viele Angebote. Ich habe von Almeria Angebote, ich kann sie das aufzählen, kein Problem. Bristol City wollte mich damals haben. Der Trainer war ja bei mir 3-4 Tage. Hat so geschlafen bei mir in Mattersburg, wir haben alles erledigt, durch Vertrag. Und dann habe ich das schlussendlich nicht unterschrieben, weil ich mit Martin geredet habe drüber. Und ich habe Harz gehabt von Schottland, Almeria von Hugo Sanchez war ja damals Trainer. Nürnberg habe ich gehabt. Jetzt, was ich mir in Middlesbrough, Reading, das sind alle gute Mannschaften damals. Es ist dann ein recht unrühmliches Karriereende geworden für Ilja Namoski. Es ging von Mattersburg weiter zu Inter Baku und dann nach Skopje. Und dort ist was, ja, man muss so sagen, Grausiges passiert. Ja, sehr grausig. Das wünsche ich nicht einmal meine ärgsten Feinde, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe einen Schienbeinbruch gehabt, doppelten Wadenbeinbruch, Knöchelbruch und alles offen und Achillessehne gerissen. Also schlimmer geht es ja kaum. Und ich kann ja bis heute nicht viel mit meinem linken Fuß machen. Also das heißt, du hast einen obwohl Vortrag der linke mein stärkerer gewesen ist. Laufen solltest du möglichst bis zum Lebensende meiden. Ich war beim Dr. Reisinger, der ein Freund von mir ist, und er hat gesagt, eigentlich nicht. Soll ich das meiden? Soll ich hier so vielleicht Rad fahren und so? Weil ich habe überhaupt keinen Knorpel dort. Ich habe viele Zysten dort, was ich vielleicht auch in der nahen Zukunft operieren muss, weil die werden immer größer. Ich habe noch 6 Schrauben drinnen. Ja, eigentlich sollte ich das nicht machen, aber obwohl ich ein riesiger Tennisfan bin. Und dabei sagst du aber, dass die Ursache für diese Verletzung jetzt gar nicht ein sehr brutales Foul war. Nein, das ist ja das Traurige. Wenn dich jemand gefault hätte, dann weißt du, wie es passiert ist. Ich weiß bis heute nicht, wie das passiert ist. Ich bin hängen geblieben, eigentlich in das schönste Stadion von Balkan. Dort hat Real gegen Manchester United das Supercup gespielt vor 3 Jahren, 2017, in Skopje Arena. Und das ist das schönste Stadion, was wir haben in Mazedonien. Und dort, dass ich mir so eine Verletzung zuziehe, hätte ich nicht geglaubt. Also jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie wir noch einen versöhnlichen Bogen hinkriegen zum Abschluss, damit wir nicht so ganz depressiv die Zuhörer zurücklassen. Okay. Wie bewertest du denn im Gesamten deine fußballerische Karriere und wie oft denkst du dir, eigentlich wäre mehr drin gewesen? Es gibt ja nicht wenige Experten, die sagen, also für die Anlagen, die der Bursche gehabt hat, hat er eigentlich zu wenig gemacht aus seiner Karriere. Das hat mir der Niko Kovac auch gesagt. Ich habe mit Luka Modric schon geredet. Ich habe mit einigen geredet. Was machst du in Österreich? Was machst du in Mattersburg? Schild und Feld, wo wir gespielt haben, ein sehr guter Freund von mir. Jelavic, bist du noch dicht? Was machst du in Österreich? Schon. Haben viele Leute das gesagt. Ich habe eines vergessen, dass ich 2003, wo ich beim Gerker so gut gespielt habe, dass mich AS Roma
mit Capello, ich habe einen Vorvertrag eigentlich. Ich war auch in Rom dort. Ich habe das unterschrieben. Ich war in Schlagzeilen von Gazzetta dello Sport. Gemeinsam ich und Karev von Valencia. Dann hätte Totti, damit ich es jetzt richtig formuliere, die Ehre gehabt, mit dir in Kontakt zu kommen. Jetzt hast du das gelernt. Endlich! Zum Abschluss des Interviews habe ich es endlich überrissen. Ja, jetzt habe ich dich auch lieb. So in die Richtung. Hat noch hingebogen. Ja. So, welche Note gibst du deiner Karriere? Wir waren bei Rapid sehr, 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 sehr viele gute Fußballer haben wir. Also jetzt kann ich dir aufzählen von Ivancic, Helge Peer, Konrad, Garic, Kinast, Kulovic und. Sorry, wenn ich jetzt vergessen jemand habe, wir haben eine super Generation gehabt. Und ich glaube, dass auch bessere Fußballer als ich zu dieser Zeit nicht Bundesliga-Fußballer geworden sind. Also, da muss ich froh sein, dass ich überhaupt in der Bundesliga auch gespielt habe. Bin ich auch froh. Man muss immer zufrieden sein, das, was man erreicht hat. Es hätte auch viel schlimmer sein können, aber auch viel besser. Ich habe gewusst, weil der Walter Schachen hat mir damals schon gesagt, es gibt keinen einzigen Fußballerstürmer in Europa momentan, der den Ball haltet, so wie du. Also dann, wenn dir das der Walter sagt, der ein Top-Stürmer ist, dann glaube ich ihm das auch. Und schade, dass es nicht viel mehr geworden ist. Aber wie gesagt, lass mal die Kirche im Dorf. Ich bin das zufrieden, was ich geleistet habe, sonst hättet ihr jetzt mich nicht in der Chronik hier bei mir Interview gehabt. So schaut es aus. Dann hätten wir nie so einen lässigen Podcast zusammengebracht. Und ich muss auch sagen, zum Schluss, dass mich die Zuschauer nicht fast verstehen, mein Deutsch ist ja viel schwächer geworden in den letzten 7 Jahren, aber ich hoffe, die werden mir... Merkt man nicht. Ne? Ich bin aber besser als Ivica Vasic und Otto Babic. Namaste live. Zum Abschluss muss natürlich noch einmal ein Seiten hinkommen. Auch das werden wir jetzt nicht zensurieren. Schöne Grüße an Vici. Die Reaktionen werden wahrscheinlich wieder sehr kontrovers ausfallen. Ja. Das bist du aber gewohnt. Das hältst du aus, oder? Das halte ich aus. Ja, mich hat es auch immer fasziniert, wenn ich jetzt in Auswärtsspiele gemacht habe und das ganze Stadion schreit gegen dich, dann musst du es wert sein. Warum schreien sie gegen Pausch und weil nicht, sondern gegen dich? Schon wieder so ein Seitenhieb. Ja, okay, sage ich dir, weil Pausch ist auch mein Freund, nur er war nicht... Du hast ganz schön viele Freunde, fällt mir auf. Ey, er ist ein ruhiger, ein lieber Mensch. Wir sind nicht, wo wir gespielt haben, waren wir Freunde. Leben hat uns zertrennt, sozusagen. Okay. Herzlichen Dank jetzt auch offiziell für deine Zeit und für die sehr interessanten Einblicke in deine bewegte Karriere. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen und dich, Ilcho, lade ich jetzt nicht zeitlos noch auf einen Kaffee in die Krone-Kantine ein. Machen wir das? Ich habe kein Geld mit, aber bitte. Jetzt lass mal abschreiben.